Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2 mit, mit Jake und mit mir. Ich hab's endlich geschafft. Alter, ich glaub's nicht. Wieder so knapp am Verkacken, aber gerade noch die Kurve gekriegt. Mit Silokino und Sparta. So, gut. super geil. Warte, wir werden jetzt mal ein bisschen Krieg erklären. So, ich will mit dir Krieg und mit dir Krieg und mit dir Krieg und mit dir Krieg. Nächstes Mal haben wir dann getauscht und ich bin auf einmal ganz groß und du bist auf einmal ganz klein. Und er ist auch wieder so nett, oh Mann. Er spricht, mein Freund, es entlasst euch der Diplomatie, damit wir nach der Art einfacher, ehrlicher Männer zu uns zu einer Übereinkunft kommen. Ja, bla. Wir wollen Krieg, aber... Sei doch ein bisschen blöd, Mann. Kannst du nicht ein bisschen unhöflicher sein, damit ich mehr Grund habe, Krieg zu erklären, weil eigentlich ist Krieg scheiße und... Ja, Mann. Wieso muss der auch freundlich sein? Echt so, Schande über ihn. Ja, Schande über ihn, Schande über eine Kuh. Eine Kuh. Okay. Ja, nicht zwangsläufig seine, aber eine. Na, aber eine, ja. So, warte mal. Die Kuh deiner Großmutter. Was? Aber das hat auf jeden Fall schon mal gebracht, dass ich hier seine Nahrung stehle, weil seine Garnison ist jetzt ziemlich am Bobbes. Tot. Ja, so ungefähr. Gut, was machen wir hier? Hier haben wir auch eine Ölpresse, das heißt, ein Tagebau ist auch... Nee, haben wir ja schon. Dann machen wir was für die öffentliche Ordnung. Haben wir auch schon. Dann Nahrung. Nahrung ist immer gut. Ach, wir haben ja noch eine Aktion. Okay. Eine Priesterin der Bura ist erschienen. Die Würfel des Orakels haben unser Volk eine gute Zukunft vorhergesagt. Die Würfel des Orakels. Ja, mal schauen. Dieses Jahr wird gut. Mal schauen. Puh. Oh ja, 2 Sechser, gut. Alter. Bastio. Wir müssen feiern. Die Gunst der Götter müssen gefeiert werden. Ein weißes Schaf opfern, eine Kuh opfern, nichts unternehmen. Wir feiern, come on. Wir haben schon eine Kuh geopfert. Jetzt machen wir Party. Party. Auch so ein Blödsinn, dass man nicht einfach auf der Feier eine Kuh opfern kann. Nee, das geht nicht, die isst man dann. Ja, eben, das ist ja quasi ein Opfer. Ja, nee, also das... Ein Opfer für deinen Magen. Opfer für deinen Magen. Okay, super. Oh Mann, ich will nicht gegen Kappadokien. Warte mal, wenn die mich... Der ist einfach viel zu nett. Ja, wenn der mich wieder so nett begrüßt, dann mache ich es echt nicht. Warte. Seid willkommen. Lasst uns das Geschäft schnell. Was hat er jetzt gesagt? Oh Mann, seid willkommen, Freund. Lasst uns das Geschäft schnell hinter uns bringen, damit wir die Annehmlichkeiten dieses Hauses genießen können. Komm, saufen wir. Scheiße, ich will aber dein Eisen. Ah, wir handeln zwar schon, aber das bringt ja nichts. Damit kann ich ja nichts anfangen. Damit kann ich es nicht bauen. Ja, damit kann ich halt ja keine Rüstung bauen und so weiter. Das zum Beispiel fände ich ziemlich sinnvoll, wenn man auch durch Handel an Eisen kommen könnte. Ja, genau. So. Das macht ja auch voll Weißt Sinn. Du, was ich gerade gesehen habe? Mhm. Ich kann, dadurch, dass ich jetzt über 4000 Gold, ja doch, Gold, ist es Gold? Keine Ahnung. Über 4000 Geld habe, kann ich meinen Handelshafen ausbauen. Ah, cool. Und das bedeutet dann im Endeffekt deutlich, deutlich, deutlich mehr Wohlstand durch Handel. Mhm. Ja, das ist ja cool. So, warte, wie viel sind es jetzt gerade? Jetzt sind es 120 und dann sind es 240. Also ich habe das Doppelte an Einnahmen durch Handel. Ui. Ja, do it, do it. Kann ich noch nicht, ich bin noch nicht dran. Lügt doch. Aber das werde ich auf jeden Fall tun dann, ja. Natürlich bist du dran, was ist Ein was? Kind ist geboren, freudige Nachricht. Ach, jetzt gib an, ich brauche auch ein Kind.
Ja, mein Held ist auch aufgestiegen. Wunderbar, du bist ein klasse Typ, Alter. Läuft bei dir. Nahkampfangriff für alle Einheiten mit Speeren in Begleitarmee. Ja, genau. Wir den da, bist ein Spitzenklasse, Hoplite. Frieden verhandelt zwischen euch und euren Feinden, wurde Frieden geschlossen. Wunderbar. Makedonien hat. Warte, was? Achso, nee, in Larisa sind die Ding. Dieser Stamm hat sich mit einem anderen zusammengeschlossen, was die Angelegenheiten beider stärkt, um dem Volk mehr Schutz zu bieten. Das können nur Germanen, oder? Was nochmal? Dass sich mehrere Stämme zusammenschließen oder so? Ja, genau. So. Langsam aber sicher nimmt das jedoch Gestalt an. Wir bauen den Handelshafen auf aus Dingens, weil ja, das ist cool, dann habe ich halt wieder kein Geld, aber es macht ja nichts. Ja, aber in Zukunft wirst du mehr Geld haben, ja. Ja, genau. So. Okay. Also nächste Runde. Ah ja, warte, ich probiere noch mal mit wie hießen sie, Rhodos oder so. Mit Makedonien könnte ich jetzt. Lol, Makedonien mag mich jetzt einfach. Hä? Komm schon, du hast doch bestimmt geile Sachen. Oder hast du irgendwas Tolles? Okay, nee, er mag nicht mit mir handeln. So, wäre auch irgendwie ein bisschen zu lustig gewesen. Okay, ich hasse dich. Okay, gut, lass Frieden machen. Okay, komm, setzen wir doch einen drauf. Wir handeln sofort wieder. Nee, aber ohne Scheiß, der ist einfach direkt wieder grün. Echt jetzt? Vor allem grün ist dann noch eine Steigerung. Normalerweise sind die rot, dann gelb und dann grün. Die sind wahrscheinlich so erleichtert, dass die weiterleben. Ja! Rhodos hat angenommen. Woohoo. Ja, nice. So, wie steht's mit Syrakus? Nö, niedrig, der will nicht. Ach so. Ah, aber warte, das sind jetzt Leute von Marke Dingster. Was für eine Marke? Dingster, hast du noch nie gehört? Nee. Du bist sowas von uninformiert, Mann. Entschuldigung, tut mir leid. Okay, die ganzen German-Boys haben alle kein Interesse an meinen Sachen. Mann, ich hab doch Marmor, das ist doch toll. Warum wollt ihr alle keinen Marmor? Weil sie mit mir handeln und ich hab auch Marmor. Nicht was. I hate you. I love you. Ja. Oh. Ja gut, nächste Runde wird Dings fertig. Alistair, es ist sogar ein Mann. Oder Alastor heißt er. Alastor. Alistair. Bisschen zu viel League of Legends, ha? Nee, jetzt, So. Ja, und was, warte, was ist das? Gerüchte verbreiten, Unterstützung sammeln. Was bist du? Ein Gefallen tun. Bilden. Schickt einen Charakter fort, um ihn unterrichten zu lassen. Plus 2 auf ein zufälliges Zielattribut bei Rückkehr. Macht das. Das ist gut. Aber auch bei einem General? Ja. Also vor allen Dingen bei einem General. Weil der bekommt. Nee, weil es ist halt mein Basileus und ich. Also ich weiß ja nicht, ob bei Fortgehen, ob der dann wirklich. Ob das dann so ist, wie wenn ich ihn aus dem Dienst entlasse quasi. Nee, das. Also, das ist dann so, dass. Ach so, warte mal. Das machst du gerade nicht bei deinem Kind, sondern bei einem General? Ja. Nee, das kannst du, glaube ich, gar nicht bei. Beim General, das kannst du, glaube ich, nur beim Kind machen. Der Unterricht beginnt. Genau. Intrige bilden. Praxiteles, Konsequenz, dein Charakter kehrt zurück, sobald ihm das zugewiesene Studium. Doch.
Ich kann's bei dem Kind, kann ich's nicht machen. Der kann das noch nicht. Ich kann den noch nicht auswählen, den Jungen. Okay. Also ich habe jetzt bei ihm, ich habe den Basileus ausgewählt, habe dann gesagt bilden und habe dann auf seinen älteren Sohn geklickt. Hab dann seinen älteren Sohn ausgewählt. Also ich weiß nicht, ob er jetzt seinen älteren Sohn ausbildet oder so. Müsste also eigentlich sein, ja. Mein Basileus ist sowieso alter Autorität plus 8. Ja, ja. Und dann aber auch noch List, auch noch 5. Der Typ ist schon dezent ziemlich cool. Aber nur er hat einen scheiß Helm. Auf dir einen anderen Helm! Was? Naja, doppelt hält besser. Nein, 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 er soll sich einen anderen kaufen, weil das Ding, was er da aufhaut, die Blechhaube sieht scheiße aus. So. Ja, nachdem ich jetzt wieder kein Geld habe, meine Einnahmen aber immer weiter steigen und jetzt dann bald auch die öffentliche Ordnung wieder gut wird, machen wir weiter. Machen wir weiter. Ich feiere es immer noch, dass Rom wirklich Karthago eingenommen hat. Handel ist das Tor. Sabba! Der will mit mir handeln, er ist expansionistisch und teuflisch. Ha, nö. Sabba! Ich werd nicht mehr. Ja, Lime 2b. Sabba. Der Doppelkonsonant interessiert mich nicht. Für mich heißen die Sabber. Das ist genauso wie Kusch und. Bei der Flamme. Wir sind uns ähnlich und ein Vertrag wäre Zahl was, dann sind wir uns ähnlich. Nee, niedrig. Moderat. Nee, will er trotzdem nicht. Dann sind wir uns halt nicht ähnlich. Ist mir egal. Ist mir egal, dann mach ich dich halt fertig. Natürlicher Tod, echt Admiral. Okay, das ist Mission fehlgeschlagen. Admiral Yularen! Von Göttern gesegnet. Die Feier dauerte tief in die Nacht. Bis tief in die Nacht. Sowohl die Götter als auch das Volk sind erfreut. Mhm. Dröhnende Köpfe und schwere Glieder ließen niemand am nächsten Tag zur Arbeit gehen. Plus 4 öffentliche Ordnung. Bisschen zu viel gesoffen wird. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Ja, meine Soldaten können das noch nicht. Die haben nämlich noch keinen Wein. Der geht jetzt wirklich mit seiner Fullstack-Armee aus seiner Hauptstadt raus. Obwohl 2 Fullstack-Armeen von mir vor seiner Hauptstadt stehen. Ist der irgendwie dämlich? Ja. Ist der beknackt über? Ist der ein bisschen behindert? Naja, eigentlich ist er... Was zur Hölle? Warum habe ich jetzt wieder weniger öffentliche Ordnung? Ich glaube, weil meine 2 Agenten... Kann es sein, dass ich die irgendwie jede Runde oder alle 2 Runden wieder neu aktivieren muss? Ja, 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 klar. Deswegen haben die vorhin auch nichts mehr gemacht und es ist weniger geworden wieder, weil ich dachte mir so, hä, macht überhaupt keinen Sinn? Ach so. Ich belagere das noch ein bisschen und genau. Damit ich ein paar mehr Leitern bekomme. Leiter! Ich will dich nicht adoptieren, sondern bilden. Sehr schön. Stimmt. So, irgendwie? Andere Adlige. Wollte der nicht? Habe ich dich jetzt gebildet? Vielleicht, keine Ahnung. Okay, lol, sind aber meine. Du machst nix hier und du machst hier Steuer. So, dann muss ich hier wahrscheinlich griechische, jüdische. Dann muss ich hier wahrscheinlich eine neue. Das ist gut. Eine neue Armee aufstellen. Mit gepanzerten indischen Elefanten. Ja, man gönnt sich ja sonst nichts. So. Mache ich mal 4.
Hast du eigentlich, ich hab's schon wieder vergessen, hast du die Folgen oder hast du bei dem Thumbnail, hast du da Let's Play Together oder Let's Play Against hingeschrieben? Oh, wait, what? Against. Okay, lol. Wieso? Alles gut. Ich glaube, es funktioniert wieder. Ja, gerade hat es auf, hat sich mein Spiel geschlossen, also aber nur auf Tab-Größe. Okay. Und mein Hintergrundprogramm, mit dem ich meine Stimme aufnehme heute, hat sich geöffnet. Mhm. Aus welchem Grund auch immer. So, 8 Jahre alt ist der. Warte mal, die altern ja voll unzeitgemäß. Ja. Es ist, ich meine, die Dings gehen ja immer vierteljährlich. Die Runden. Also eine Runde ist ja immer ein Vierteljahr. Nee, ein ganzes. Nee, weil du gehst doch immer von Frühling zu Sommer, von Sommer ja, aber zu Herbst. Das, also nächstes Jahr. Also von Frühling zu Sommer ein Jahr später. Ah, okay. Dann macht's doch wieder Sinn. Minus, oh Mann. Bekommt doch mal Kinder hier. Was soll denn das? Ja, bei meinen Römern habe ich 12 Kinder. Ich habe halt 3 oder 4. Ich glaube 4 Familien oder so. Oder 3 und jeder haben 4 Kinder. Lul, ja. Okay. Die waren auf jeden Fall alle ziemlich fleißig. Mhm. Ja, so sollte es ja auch sein. Die sollen ja was tun für ihr Geld. Ja, genau. So. Für ihr Geld? Ich bezahle die nicht. Ja, doch, tue ich. Gut, ich glaube, ich warte, Bauer. Ermutigte Bevölkerung, Haushalt, bla bla, Eigenschaften, bla bla, Eigenschaften, bla bla. Politische Intrige, bla bla, gut. Jetzt Agenten. Ah, genau. Die wollte ich da rüber schicken. Mein Basileus, sehe ich gerade, ist ein ziemlich brutales Arschloch. Weil seine Frau hat bei Haushalt dabei brutaler Ehemann. Mhm. Und darunter steht dann, ich habe alle Sklaven auspeitschen lassen. Einer ist aus Gehässigkeit gestorben. Ich brauche Geld, meine Liebe. Ich gehe dann mal zum Sklavenhändler. Plus 2 Autorität, plus 1 Sklavenunruhe, lokale Provinz. What the fuck? Upsi. Ja, ist nicht so ein geiler Typ, ne? Ach, war. Es muss so, gehört so. Muss so. Naja, die Spartaner waren nicht so lässig mit ihren Sklaven. Nee, nicht wirklich. Hä, was ist das denn? Jetzt auf einmal machen sie wieder. Hier, also die sind noch aktiv jetzt. Hat sich irgendwas geändert? Ereignisse, Sklaven, Steuern, Instabilität, Provinz? Nö, eigentlich nicht. Seltsam. Okay, aber jetzt mal im Ernst, eigentlich macht es überhaupt keinen Sinn. Was denn? Dass die, dass es nicht vierteljährlich, sondern ganzjährig ist. Weil, ich meine, überleg mal. Ich meine, klar, das dauert eine Weile, bis du von Athen nach Pella rübergeritten bist. Zum Beispiel, aber das dauert doch keine 2 Jahre. Naja, mit einer. Mit zigtausenden schon, weil du brauchst ja Versorgung und so weiter, also das braucht schon ein bisschen, aber ich weiß nicht, ob ein ganzes Jahr, also keine Ahnung. Ja eben, deswegen sei ich ja so, ne? Also irgendwie, naja, ist ja auch ein bisschen egal eigentlich. Ich kann gerade, glaube ich, wirklich nicht wirklich irgendwas machen. Ich
könnte das Ding hier auch noch abreißen, weil eigentlich werde ich hier nicht viele Truppen rekrutieren. Ah, nein, 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 geh wieder zurück, du Pfosten. Oh, ich hab mich verklickt und jetzt ist er so weit aus der Stadt rausgelaufen, dass ich ihn nicht wieder reinschicken kann. Ja, das kenne ich. Okay, ich will mal aber kurz gucken. Ja, okay, nee, die Gorgos-Plänklerin kann ich zumindest in der Nähe von Sparta scheinbar auch rekrutieren, ohne irgendein Fernkampfgebäude zu haben. Das ist praktisch, weil dann spare ich mir die komplett. Na toll, jetzt habe ich halt wieder minus 5 in der Stadt, Mann. Okay, aber Überlegung bleibt, ich glaube, ich reiß das ab, weil dadurch, dass ich jetzt zurzeit sowieso nicht rekrutiere, brauche ich auch keinen Nahkampfschaden und nachdem ich Probleme mit der öffentlichen Ordnung habe, schaue ich lieber, dass ich das in den Griff kriege, als dass ich Rekruten habe. Gute Rekruten kann ich auch machen, wenn ich dann Peller habe, weil Peller wird dann heftig. Peller war in meinem Einzelspielerstand mein Armeezentrum. Okay. Da hatte ich halt echt alles, so ungefähr. Was denn? Ägypten? Was wollen die? Ägypten möchte ein Schutzbündnis mit mir und will auch noch Geld dafür haben. Und sind mit 4 Fraktionen einschließlich Sklaven im Krieg. Vor allen Dingen, die haben nur noch eine Stadt. Ja. Und die wollen Geld dafür haben. Ja. Aber ich bin sowieso kein Fan von Schutzbündnissen, weil wenn ich nicht zur Hilfe komme, wenn der Idiot angegriffen wird, und wie zur Hölle soll ich das machen, wenn ich gerade meine eigene Grenze nicht im Griff habe. Oh. Oho. Was denn? Epirus, du kleiner Lümmel. Kommt hier mit einer Armee, mit den Kündern der Tüche einmal um die Ecke Richtung Larisa. Mhm. Der kleine Lümmel. Ich hoffe, ihr nehmt dieses Geld. Hä, und jetzt ist er wieder weg? Respekt und in aufrichtiger Freude. Nö. Kann der zweimal ziehen? Nee, vielleicht war die Animation noch nicht fertig. Oder so. Oder er steht jetzt im Busch. Wieso sollte er im Busch stehen? Ja, keine Ahnung, vielleicht erwartet er, dass ich... Ah, lol, Syrakus hat Apollonia wieder eingenommen. Hä? Hat Epirus dann mit denen gebrochen, oder was? Keine Ahnung, ich schätze, das werde ich gleich sehen. Das ist jetzt merkwürdig. Merkwürdig. Wie sieht denn... Da... Okay, 100... Also eine... Habe ich da Kavallerie drin? Bitte sag mir, dass ich Kavallerie drin... Nee, habe ich nicht. Warte mal. Die 500... Mach ich ja. Die 501. kommt jetzt nach Jerusalem und da werde ich jetzt eine Armee eröffnen mit einem indischen Elefanten. Oder? Macht das Sinn? Nee, eigentlich nicht bei so vielen Fernkämpfern. Vor allem, also Steinschleuderinnen würde das Sinn machen, aber nicht gegen so viele Plänkler, weil die machen so viel Damage. Da mache ich eine hellenistische oder Silberschild-Pikiniere. Oh, die sind auch geil. Aber ich brauche was gegen die Fernkämpfer. Deswegen einfach einen bösen
andersdenkenden Agenten. Nee, General. Was laber ich da? Mit Reden haben wir es heute irgendwie ja, nicht. Ja, total, so total. Sollen wir die, sollen wir die Belagerung spielen? Ist halt relativ sicher, aber ist halt mal endlich eine Schlacht. Ja, ich glaube, es wäre mal wieder ganz gut, irgendwas Action-like zu haben. Okay. Machen wir das dann nächste Runde, oder? Weil jetzt sind wir machen schon wir wieder... Ja, genau, es sind schon wieder. Genau. Also gibt es nächste Runde mal wieder ein bisschen Action, Leute. Heißt, es lohnt sich absolut, wieder einzuschalten. Und lasst am besten noch ein Like und ein heftiges Abo da. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, wieder schauen, reingehauen. Bye-bye.